trinken. Yo, Leute! Hey, peace! Wir sind jetzt aufgestanden, haben schön gefrühstückt. Sind hoffentlich alle satt geworden. Und jetzt geht's los auf die Messe. Wenn wir da sind, melden wir uns wieder. Bis gleich. Messevideo, Messe Frankfurt 2018, Tag 1. Wir sind gerade bei der Messe angekommen. Oh ja. Sieht schon mal geil aus. Ist super voll, super viele Aussteller. Wir freuen uns auf neue Pfeifen, neuen Tabak. Ich würde sagen, wie üblich, geben wir euch jetzt einen richtig nice Rundgang mit smoother Musik. Smooth. Und viel Spaß. Ich habe gestern erst mit dem Hotel getestet, habe auch gut eine halbe Stunde rauchen können, aber habe auch gehört, weil ich keinen Bock mehr hatte.
Und auch kein Eigengeschmack. Nein, nicht Eigengeschmack, hast du ja selber getestet. Jo Leute, ihr seht's wahrscheinlich, wir sind wieder zurück im Hotel. Die findigen und langjährigen Zuschauer von euch werden es mitkriegen und den Platz vielleicht sogar wiedererkennen. Hier saßen wir letztes Jahr auch nach der Shisha-Messe. Und ja, wir haben genauso geiles Wetter wie letztes Jahr, die Sonne scheint. Deshalb haben wir uns gedacht, wir zünden unsere Pfeifen hier draußen nochmal an. Ihr seht's vielleicht schon, ein neues Stück ist dabei. Aber alle Details zu dem, was wir bekommen haben und so weiter, kommt dann natürlich in den nächsten Wochen. Da habt ihr ein bisschen mehr zu den ganzen Sachen. Genau. Wir wollen euch noch mal kurz den Eindruck von der Messe geben. Und ja, wie fandet ihr es denn? Also ich fand es wieder mal ziemlich geil. Es hat einfach mega Spaß gemacht, jetzt der erste Tag. Aber es war merklich voller als das letzte Jahr. Es war wirklich die ersten 2-3 Stunden so voll, dass man sich kaum von der Stelle bewegen konnte. Lustigerweise haben wir dann irgendwann gesagt, gut, lasst uns mal die zweite Halle besuchen. Es waren nämlich diesmal 2 Ebenen und die untere Ebene war dann wie leer gefegt. Soweit so gut. Den ersten Tag haben wir überstanden. Es hat mega Spaß gemacht, es war wirklich viel los. Wir haben wieder coole Leute getroffen, viele Sachen probiert. Und ja, wir lassen uns jetzt noch ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen. Und auch noch ein Pfeifchen, machen noch ein bisschen Party und dann geht es morgen wieder auf die Messe. Ja, wir hoffen natürlich, wir konnten euch ein paar Eindrücke von der Messe zeigen und ja, diejenigen, die leider nicht dabei sein konnten, dass sie sich da einfach noch ein bisschen ein paar coole Sachen gesehen haben. Und wie Max vorhin schon meinte, die ganzen Tabakvorstellungen und Pfeifenvorstellungen kommen natürlich noch in den nächsten Wochen, dann wieder von zu Hause in gewohnter Umgebung. Und ja, bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche und schaltet wieder ein. Euer Shisha-Team, haut rein. Ciao, ciao.